Ja, liebe Zuschauer, Parteichef Christian Lindner ist heute hier bei uns bei den Freien Demokraten live. Schön, dass Sie Zeit für uns gefunden haben. Wie geht's Ihnen? Aber gerne habe ich Zeit für Sie. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Mir geht's gut. Wir haben einen tollen Parteitag. 42 Tage vor einer wichtigen Landtagswahl sind wir hochmotiviert. Freuen uns auf den Wahlkampf. Die heiße Phase hat ja begonnen. Jetzt lassen Sie uns mal spinnen im Mai, wenn wir mal so ein bisschen träumen. Die FDP holt absolute Superzahlen. Was ist Ihre Vision von Nordrhein-Westfalen, Christian Lindner? Na, Nordrhein-Westfalen muss wieder ein Land werden, das die Menschen mal machen lässt. Wir sind ja hier gefesselt durch Bürokratie. Wir haben ein Bildungssystem, das den Menschen nicht die Chancen eröffnet, die sie brauchen, um in einer Welt im Wandel auch persönlichen Erfolg zu haben, etwas aus ihrem Leben selbstbestimmt tun zu können. Also mein Bild von Nordrhein-Westfalen ist das einer Region, die wieder den Ehrgeiz hat, ganz vorne mitzuspielen. Nicht nur innerhalb Deutschlands, sondern die auch innerhalb Europas wieder eine dynamische Region sein will. Mit besten Chancen für die Menschen, großartiger Infrastruktur, mit Glasfaser, Straßen, auf denen der Verkehr fließt und nicht sich staut. Also Nordrhein-Westfalen kann mehr, als diese Regierung zulässt. Was nutzt einem Hartz-IV-Empfänger, wenn die FDP regiert? Na, der kriegt Leistungsgerechtigkeit von uns geboten. Zunächst mal durch einen dynamischen Arbeitsmarkt, der wieder Einstiegschancen bietet. NRW hat den zweitschlechtesten Arbeitsmarkt von allen westdeutschen Bundesländern. Und zum anderen ganz konkret, die Perspektive für die Menschen in einen neuen Job ist sehr oft ja so der Schritt-für-Schritt-Weg. Also 450 Euro. Und dann über den Minijob hinaus noch ein paar Stunden arbeiten. Und gegenwärtig ist es so, dass die Menschen hier festgehalten werden vom Sozialstaat, weil jede zusätzliche Stunde über die 450 Euro hinaus wird voll angerechnet auf das Hartz IV. Das heißt, für die rentiert es sich am Ende gar nicht. Die haben weniger netto mitunter in der Tasche als vorher. Und ich wünsche mir so in Richtung auch auf unsere Vision eines Bürgergelds einen gleitenden Übergang, sodass du immer, wenn du mehr arbeitest, auch mehr in der Tasche hast, damit du dich Schritt für Schritt rausarbeiten kannst in den ersten Arbeitsmarkt. Was nutzt einem Selbstständigen, wenn die FDP regiert? Weniger Bürokratie und der soll mehr von seiner finanziellen Leistungsfähigkeit behalten, damit er investiert. Was nutzt einem Chemiefacharbeiter, wenn die FDP regiert? Desgleichen, der Chemiefacharbeiter zahlt enorme Sozialabgaben. Von den Gehaltserhöhungen, guten Gehaltserhöhungen der letzten Jahre, bleibt ihm nichts. Er gibt viel ab, trotzdem ist die Schule seiner Kinder in einem katastrophalen Zustand. Und dann sorgt die Politik durch eine außer Kontrolle geratene Klima- und Energiepolitik noch dafür, dass sein Arbeitsplatz unsicher ist. Also der kriegt eine marktwirtschaftliche Politik für sich privat und Chancen auch für Wachstum in seiner Branche. Das war Parteichef Christian Lindner. Es geht um unser Land. FDP wählen im Mai 2017. Schön, dass Sie bei uns sind. Bleiben Sie. Wir sind den ganzen Tag noch live hier auf dem Landesparteitag in Hamm. Danke, Christian Lindner, und viel Erfolg für den Wahlkampf.